Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Yule Forest Village hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Meister Schröder und wir sind hier in Hausen, schauen gerade von unserem Forsthaus aus in Richtung unseres Dorfes. Und dort wollen wir jetzt auch ganz langsam mal hingehen. Spielen wir wieder ein bisschen. Und was mir schon aufgefallen ist, vorhin, kurz mal drüber gucken, was ich denn jetzt alles machen will, ist, dass mein Sammler hier eigentlich noch aktiv ist, beziehungsweise eigentlich gar nichts machen kann. Weil zu kalt. Im Schnee findet er nichts. Dann können wir ihn auch davon befreien, dass er dann sammelt. So, wir haben jetzt ganz kurz hier die Informationstafeln anmachen. Ja, wir haben vier, die eigentlich gar nicht eingeteilt sind. So. Zwei haben wir dort. Was ist das gewesen? Das ist der Holzhacker. Da könnten wir wieder einen draufsetzen, damit wir wieder an Holz kommen. Wo wir noch haben. Wir haben auch jede Menge Kohle schon. Wir können noch den Schneider, würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Sammler brauchen wir nicht. Wir können noch einen Fischer einstellen, damit wir noch ein bisschen schneller an, damit wir wieder ein bisschen mehr Fisch im Lager haben. Und ja, die anderen beiden lassen wir dann halt so diese Nebensächlichkeiten machen, beziehungsweise wir werden gleich etwas bauen. Und zwar brauchen wir ja Lehm. Und wir haben jetzt über 370 mal Holz und ich glaube, das reicht aus für diese Lehmhütte oder Lehmgrube, wenn ich mich recht erinnere. Wo haben wir sie denn? Das ist das Bergwerk. Das ist die Lehmmine und die braucht 340 mal Holz und das geht. Wird natürlich Ewigkeiten dauern, bis er der Bauarbeiter das dahin geschleppt hat. Also da weiß ich noch nicht, wie lange das dauert, bis er hier jetzt die 340 Holz hat. Ich denke mal, da müssen wir mehrere einstellen, die das machen, oder weiß ich noch nicht, ob man das beschleunigen kann. Auf jeden Fall können wir hier bis zu 5.900, fast 6.000. Ja, ich glaube, dieses fast 6.000 ist das Höchste. So, dann gucken wir mal weiter, falls wir hier was hinbauen wollen, ob nicht eventuell wichtigere Ressourcen hier noch zu finden sind. Wie zum Beispiel Stein ist hier nicht zu finden. Eisen, ups, wo war denn Eisen? Leben. Das ist Eisen. Eisen ist hier auch nicht zu finden. Das ist Stein zu finden. Also ist diese Stelle sehr gut hier mit 5.980 mal Lehm für 340 Holz. Ich denke, das ist ein guter Tausch, den man da macht. Das bauen wir jetzt nämlich einfach mal hier hin. Damit wir nämlich an das Lehm kommen, was wir benötigen, um ja die ganze Nahrungsmittelproduktion sozusagen aufzubauen aufgrund von Getreide, Mehl, Brot. Das ist ja noch das große Ziel, was wir haben wollen. So, dann machen wir mal einen Rechtsklick hier. Warum läuft hier keiner? So. Geschwindigkeit 2. Das kann ja auch ein bisschen weitergehen. Stein haben wir jetzt noch 66 Mal. Ich denke, da müssen wir dann auch was nachtun. Und theoretisch haben wir ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, mal eines dieser Wohngebäude etwas abzugraden. Da ja genügend Wohnraum eigentlich vorhanden sein müsste. Oh, hier ist einer frei. Weil er wartet schon ein Baby. Oh, die beiden, die könnten wir umziedeln schnell. Und die beiden auch, eigentlich. Was bringt uns das denn? Die niedrigere Wahrscheinlichkeit auf Schwangerschaft. Kapazität 4, Glück plus 5, Stärke 90. Kostet 10 Stein, 10 Stroh, 30 mal. Aber wir hätten dadurch einen Wohnraum mehr. Das machen wir auch noch glatt. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Leute einteilen. Machen wir denn jetzt hier ordentlich das Berufebild ausgemacht? Wie clever war das denn? So, und da sehen wir schon, da könnte man theoretisch mit 4 Bauarbeitern noch angehen, aber na gut, wir machen mal 2. Ich meine, man könnte auch, konnte auch Sachen priorisieren, man gerne Bereich Gebäude. Das würden wir gerne mal priorisieren. So. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bauarbeiter darauf auch reagieren. Doch, reagieren sie. Gut, also sie schaufeln hier so, wir würden sowieso erstmal alles eben schaufeln, alles klar. Mhm. Aber dann gucken wir uns nämlich mal an, wie Hütte Ausbaustufe 2 aussieht, ob uns das gefällt oder nicht gefällt. Ist das hier schon Ausbaustufe 2 dann? Nein. Muss doch jetzt, die reißen doch jetzt, glaube ich, einen ganzen Teil ab und wieder drauf, ne? Na, wir werden sehen, was da passiert. Gut. Okay. Prozessen, den Holzhacker brauchen wir auch. Das ist alles. Ja, haben wir jetzt halt keine Ressourcen mehr frei. Also der Kühler, der soll auch fleißig weiterarbeiten, damit fleißig Kohle hergestellt wird. Das ist auch wichtig. Nahrungsmitteltechnisch müssten wir natürlich noch bis über den Winter kommen. Also wir haben über 2000 mal Gemüse. Ich denke mal, dass da sollten sie sich
gütlich tun dran. Wir haben 314 mal Fleisch. Nur das Brot geht jetzt so langsam zur Neigung. Deswegen möchte ich ganz gerne eigentlich in dieser Session, wie wir jetzt aufnehmen. Ich denke mal, das wird jetzt so ein wieder so ein 4-Folgen-Block werden heute. Da würde ich das ganz gerne schaffen, dass wir quasi aus Getreide Mehl und Brot machen können mit den Wohngebäuden. Ich weiß nicht, ob wir da noch eins mehr brauchen oder eins weniger. Ich würde eher sagen, dass wir jetzt nach und nach die ganzen kleinen Hütten hier aufbauen und erweitern. Oje, oje. Ich sehe schon, das wird eine Weile dauern hier. Mann, 65 mal Holz sind schon da, das geht. Mhm. Wir pfeifen wir so mal zusammen. Moment, gehen wir mal ganz kurz rein in sie. Dann drücken wir mal die 1 und dann gehen wir wieder raus. Dann rennt sie ein Stückchen schneller. Mhm. Ach, dann rennen hier ein paar im Umkreis gleich schneller. Das erwischt mehrere. Mal. Das probieren wir nochmal. Rein, 1 raus. Und dann kriegt er das Rennen. So, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ach, jetzt haben sie es auch festgestellt, dass das hier priorisiert ist und bauen erstmal da dran los. Das ist auch nicht schlecht. Okay, gut. Das kann man machen. So. Hier sind nämlich eigentlich auch 2 zugeordnet. Ich das durcheinander hier. Da 2, dort 2. Maximal 3 möglich. Ich hole mir hier einen ab. Baut mal hier die Hütte schnell fertig und dann könnt ihr euch um die Lehmgrube. Die Lehm, so ganz extrem priorisiert oder ganz wichtig war sie jetzt in dem Moment noch nicht, aber ich möchte sie schon mal haben. Dann kann ich dann im Winter sagen, los ihr zwei, ihr geht da mal ein bisschen Lehm abschaufeln und holt da mal ein paar Lehmklötze raus aus der Mine. Und für den nächsten Bau und dies und das und ähnliches. Oder ich kann dann auch mal den Köhler kurz abziehen oder auch mal den Holzhacker kurz abziehen und sagen, macht mir mal ein bisschen oh, wir haben wieder einen nicht eingetragen. Autosave. Okay, wir haben wieder einen neuen Arbeiter dazu gekriegt, nämlich die jugendliche Penelope ist älter geworden und kann jetzt mit dem Arbeiten beginnen. Und ein Baby wurde geboren. Das heißt also, unsere Bevölkerung ist schon doch stark gestiegen. Ich glaube, man startet mit 10 Mann insgesamt und wir sind jetzt schon bei 17. Somit wird auch der Nahrungsverbrauch natürlich auch immens steigen. Der Wohnraum natürlich auch. Also mal gucken, hier sind 3 von 3 drin, da sind 3 von 3. Da haben wir jetzt die 5, ne 4 haben wir und hier haben wir die 5 drin. Ja. Wenn wir die ausgebaut haben, dann können wir direkt eigentlich sagen, baut die auch noch schnell mit aus, damit wir dann wenigstens noch 2 Bürger mehr reinkriegen. Weil dann können wir die 3 können wir in diese 4er-Hütte reinstecken. Also noch kriegen wir es umgesiedelt, ohne dass einer denn... Gerade im Winter wäre natürlich schlecht, wenn er ohne Haus da steht, ne? Das wäre ganz übel. Oh. Ah, das geht ja hier langsam so voran. Achso, unsere eine, die über ist, die machen wir gleich zusammen. Die kann gleich richtig schuften, die kann hier gleich noch... Ach, guck mal, das ist schön. Da bauen sie ein kleines Häuschen an der Seite dran. Ah, das sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Guck mal, hier wieder Kamin gebaut wird. Okay, jetzt liegt wieder der Schnee drin, aber den haben sie auch mit nach. Jetzt schleppen sie mal wieder Holz darüber, okay. Da wird hier so ein ganz kleiner Anbau stattfinden. Ist das ein extra Raum dann? Ja, ne? Moment, da müssen wir uns doch mal hier... Haben wir hier irgendwo ein Kind? Hallo, Kinderlein, komm mit, wo seid ihr? Moment, das kriege ich doch. Ja. Da gehen wir doch mal glatt weg auf der Baustelle. Spionieren, wie das hier aussieht. Vorsicht, ne? Wegen Spielen auf der Baustelle. Eltern haften für ihre Kinder. Ah, ja. Guck, dann wird hier ein extra Raum angebaut und dann wird es sogar Holzdach. Das sieht natürlich alles sehr doch arg nach einem Verschlag aus und sehr zugig, sehr zugluftig. Oh, hier wurde jetzt ein Tisch reingebaut. Entschuldigung. Ich wollte die Bauarbeit nicht stören. Ah ja, schön. Und das Dach ist auch schon drauf. Die Hütte jetzt fertig. Und dann gehe ich mal wieder raus aus dem jungen Mann hier. Das war Escape. Ja, die Hütte ist anscheinend fertig. Hat jetzt Platz 3 von 4. Kann auch nicht weiter ausgebaut werden. Okay, dann wissen wir das auch. Also einmal ausbauen ist möglich, ein zweites Mal nicht. Sieht aber schon gar nicht mal so schlecht aus. Hat genauso Platz wie ein neu gebautes Haus. Ist aber doch recht kostengünstig gewesen. Also ich glaube, ich mache das hier gleich bei dem Häuschen hier auch noch. Oh, 5. Haben 5, 2, 5-Jährige wohnen in einem Haus alleine. Was ist denn das, bitteschön? Komm, die schicken wir mal in andere Häuser. Das können wir ja so nicht zulassen. 2, 5-Jährige ganz alleine in meinem Haus. So, hier sind jetzt 3 von 3 Bauarbeiter gewesen gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier
upgraden. Ah, jetzt. Habe ich vergessen zu klicken. Alles klar. Gut. Damit das dann auch gebaut wird, ja, jetzt. Naja, gut. Unsere Lehmgrube, es wird sich, es zieht sich. Wir haben jetzt immer noch Winteranfang. Das heißt, also diesen ganzen Winter müssen wir noch durchkommen. Und ich sehe schon, das Brot wird uns definitiv ausgehen. Das ist Fakt. Aber wie geht es jetzt eigentlich unsere Jägerhütte? Da gehen theoretisch 3 maximal rein. Aha, okay. Das ist okay. Wir haben schon wieder 22 von dem Leder. Das heißt, theoretisch könnten wir auch den Schneider schon wieder losjagen. Und wir haben schon von den, glaube ich, Startwert 24. Da, wir müssen auch an unseren Schreiner denken. Wir müssen auch an den Schreiner denken. So. Gucken wir doch mal, was kostet der Schreiner? Der kostet 170 Holz, der kostet 1. Okay, also den müssen wir dann unbedingt auch noch als nächstes bauen. Dann machen wir hier neben den Schneider hin, den Schreiner. Können wir den irgendwann hier hinbauen oder so? Kannst du ja das bauen, sagt er. Gummst du nicht rein. Hier können wir hinbauen. Wir können das aber auch vorher planieren. Ui. Mal aus. Alle Ressourcen sammeln. Wo war denn das? Nee. Nee. Landschaftsbau. Grundfläche planieren. Konnte man doch hier sowas. Nee. Sechs Mitarbeiter brauchen wir. Wer jetzt hier ist. Grundfläche planieren sind wir gleich planieren. Nein. Mal weg. Hin oder absenken. Nee, ich wollte eigentlich würde ich so planieren wollen hier in dem Bereich. Kostet mich das jetzt 7 Arbeit oder 7 Arbeitsschritte oder? Kann ich auch im Wasser planieren? Das ist natürlich auch eigenartig. Eigentlich will ich das hier naja, ein bisschen homogen halten. Naja, mal gucken. Stärke des Landschaftsbaus verändern. Ja. Wird hier planiert? Hoppala. Gut, okay, dann wird jetzt hier planiert. Ich glaube, wir brauchen einen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt heißen sollte, aber da jetzt. Wieso habe ich denn schon wieder die Berufe ausgeklickt? Was macht er denn da immer? So. Okay, die Hütte, die wird jetzt hier noch nicht ausgebaut. Wir müssen noch ein bisschen Stein aus der Gegend holen, dann. Das müssen wir dann nochmal einrichten, weil wir ja noch Steine brauchen. Ja, da fängt es schon wieder an, ne? Die Steine verbaut er da überall. Statt einen Schreiner zu bauen da draus. Ressourcen sammeln. Stein. Geht hier nochmal 43. Eisen gehen hier nochmal 21. Sehr schön. So, gut. Dann haben wir das auch nochmal. Ich denke mal, da ist sowieso noch so viel zu tun. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel einteilen dürfen. Er ist ja an der Obergrenze, das heißt also, wir können unseren Holzhacker, wer war denn an die, der müsste doch eigentlich von alleine den anfangen, irgendwelchen anderen Blödsinn mitzumachen, oder? Ja, der verlässt ja seinen Arbeitsplatz, oder? Sieht so aus. Aber hier unsere Lehmhütte, Lehmmine, sie wird fertig sein. Demnächst sogar, das finde ich gar nicht schlecht. Sehr schön. Ja, wir müssen dann natürlich den Trade noch machen mit Steinen und mit Eisenerz. Also das möchte ich unbedingt noch haben, dass wir da auch die Möglichkeit haben, jederzeit ein bisschen was davon rauszuholen, wenn wir es mal wieder brauchen. In Banished war das, glaube ich, so, dass die sich da sogar schwerst verletzt haben, beziehungsweise sogar eben durch Arbeitsunfälle umkommen konnten. Das weiß ich nicht, ob das hier auch so ist. Aber das wird sich ja zeigen, ne? Wenn dann da unten steht, ein Baby wurde geboren. Oh Gott, wir werden immer mehr. Sind schon 18. Fast verdoppelt. Fast verdoppelt. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man sich so schnell verdoppelt. Aber noch, würde ich sagen, haut es mit den Nahrungsmitteln knapp hin. Wir kriegen ja das nächste Mal hier Kartoffeln, da hinten Weizen. Wenn wir den Weizen kriegen, das ist natürlich auch so eine Sache. Man könnte natürlich noch eine Obstfarm bauen, eine kleine.
Wenn wir hier unsere, also hier kommt eigentlich, könnte dann hier noch ein kleiner Obstfarm dazwischen kommen. Die ist ja noch, wir haben ja den Tipp gehört, wir sollen nah an der Scheune alle Nahrungsmittel produzierenden Gewerbe machen. Dann haben wir hier drüben eins, dort eins und hier noch das Obstfeld rein. Und dann können wir hier auf der Ecke noch ein Haus hinstellen, so geschätzt. Es sieht alles sehr chaotisch noch aus. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals umbauen werde oder ob ich dazu komme, es umzubauen. Aber ich denke mal doch, das wird dann irgendwann mal passieren, wenn wir genügend Rohstoffe haben, wenn wir alles Mögliche bauen, herstellen können. Dann denke ich mal, wird das durchaus passieren. Okay, also die maximale Obergrenze für eine Lehmmine wären 16.320. Das sieht mir recht willkürlich aus. Sieht mir wahrlich recht willkürlich aus. Also es ist auch keine so richtige Binärgrenze, soweit ich weiß. Die liegen, was ist denn das? Das ist 4096, das ist 8196 mal 2 sind dann 180, 192, also 8192. Dann kommen wir an bei 16.292 plus 92 sind nochmal 180, 184. Also, ne? Merkwürdig. Okay, wir können da das erstmal rausholen. Wir können jetzt auch unsere Bauarbeiter, müssen wir natürlich dann hier erstmal vereinzeln. Und wir schicken auch schon einen direkt mal. Ach, da kann man 12 Mann reinstecken. Okay, da schicken wir mal einen rein. Aha. Gucken wir mal. 11-jähriges Mädchen. Na gut. Okay. Finde ich jetzt grenzwertig, aber gut. So, wir bauen hier noch das Haus aus. Das müsste eigentlich überall voll sein hier, ne? 3 von 3, 4 von 4. Nein, da haben wir noch einen Platz. Da könnte noch was passieren. Hier könnte noch durchaus ein Baby geboren werden. Hoffentlich kann er gestorben schon. Ach ja, da müssen wir ja auch noch dran denken, ne? An die Toten. Wir müssen ja noch einen Scheiterhaufen oder sowas bauen. Oder eine Gruft, ne? Einen Scheiterhaufen. Kann ja jetzt doch durchaus mal passieren, dass uns demnächst einer wegstirbt. Und ich sag mal so, man hat es ja nicht gerne, wenn da so eine Leiche in der Nachbarschaft liegt. Ne? Das möchte man ja nicht unbedingt haben. So, warten wir mal noch drauf, dass dieses Haus hier ausgebaut wird. Das sollte ja fast gleich fertig sein. Und dann können wir so ein bisschen leichtes Resümee ziehen, was wir in dieser Folge geschafft haben. Ich finde, wir haben gar nicht mal so schlecht was geschafft. Wieso ist denn jetzt schon wieder... Warum klickt er das denn immer aus? Ja, weil ihm das stört da an der Seite, ne? Das findet er irgendwie, das. Gut. Egal. So, jetzt haben wir da auch ein bisschen Dach auf den Verschlag. Dann fehlt jetzt hier bloß noch das zweite Dach. Zack, und dann ist es fertig. So, dann haben wir hier 4 von 4, da haben wir 3 von 4. 3 von 4 natürlich. Haben wir hier ein Platz, 2 Platz. 3 Platz. Für 4 Leute hätten wir Platz. Also theoretisch könnten wir auch noch die Hütte ausbauen. Komm, das machen wir auch noch fix hier. Zack. Ab dafür. So. Die bauen wir auch noch aus. Damit wir dann, kann man eigentlich solche Gebäude noch upgraden? Oh, das kann man auch upgraden. Hackplatz verbessert die Brennholzproduktion, erhöht die Produktionseffizienz und der Arbeiter auf 3. Ach ja, kann man das auch ausbauen? Nein. Aber den Hackplatz kann man ausbauen. Und das hat den Effekt, verbesserte Holzproduktion. Das ist natürlich... Da kann man hier dann... 3 Holz, nee, Holzhacker, wie viel können wir denn mittlerweile anstellen? Wo sind sie denn überhaupt? Da unten, da kann man schon 3 anstellen, so. Aber da sind immer noch 3. Ach, da kann man ja, dann kann man das auch ausbauen? Nein. Hier was? Nein? Nein? Oh, da muss man auch sagen, unsere Nahrungsmittelscheune ist schon bedingt gefüllt, ne? Kann man da eigentlich sagen, das möchte ich hier einlagern, das möchte ich da einlagern? Und Rulf ist jetzt auch älter geworden. Rulf kennen wir ja auch noch, den kennen wir von seiner Geburt an. Das heißt, das erste Kind, was bei uns, was wir wissentlich mitgekriegt haben, dass es geboren wurde, ist jetzt schon erwachsen und kann arbeiten. Gut, das ist schon mal ein Teil des Resümees. Wir gucken mal, was haben wir in dieser Folge gemacht? Wir haben eine schöne Wanderung gemacht von unserem Holzfäller. Wir sind immer noch tief im verschneiten Hausen unterwegs. Wir haben uns ein wenig arbeitstechnisch umorganisiert. Wir haben es geschafft, dass wir die Hütten ausbauen. Also wir haben uns durchaus neuen Wohnraum geschaffen. Und das gar nicht mal schlecht. Also insgesamt mit dem, wenn das fertig ist, 3 weitere Einwohner können wir unterbringen. Nur relativ günstig, fand ich.
Wir haben unsere Lehmgrube endgültig ausgebaut. Das heißt, wir können selber uns Lehm herstellen und wir stellen sogar selber schon Lehm her. Die Lehmgrube kann jetzt uns 5980 mal Lehm bringen. Das finde ich ganz gut. Wir haben... Was haben wir geschafft? Genau. Das war das, was wir geschafft haben in dieser Folge. Life is Feudal hier aus Steelgames Studio Inhausen. Mein Name ist Master Schröder. Und wir machen natürlich hier nochmal einmal ganz kurz ein wenig die Stimmung genießen. Und so ein Untergang oder Aufgang sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir macht dieses Spiel sehr viel Spaß. Ja, auf Wiedersehen.